Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Elektrikcomputer. Ich bin Andreas und ich stelle euch heute einen Laderegler vor von der Firma Batteria Power. Ja, die Firma hatte mich gefragt, ob ich mir das Produkt mal ansehen möchte. Und da ich lange nichts mehr zu Solar gemacht habe, fand ich das mal ganz interessant. Hier sehen wir das Gerät schon mal abgebildet. Hier auf der Rückseite sind ein paar technische Daten angegeben. Das Gerät kann mit 12 Volt und mit 24 Volt Batterien betrieben werden. Eine 24 Volt Batterie kann man auch durch Reihenschaltung von zwei Batterien erreichen. Die maximale Spannung, die wir hier haben dürfen, sind 30 Volt bei 12 Volt Systemen und 60 Volt bei 24 Volt Systemen. Wir können GEL, AGM und LiFePO4 Batterien verwenden. Ja, das Ganze ist Plug and Play, hohe Sicherheit, klein, portabel und 100% Effizienz dank MPPT Laderegelung. Ja, es gibt ja zwei Systeme und das MPPT System ist das bessere. Damit kann man einen höheren Strom erreichen, als er von den Solarpanels reinkommt. Dann schauen wir mal hier ins Paket hinein. Und dann haben wir hier auch direkt den Laderegler, zwei Kabel und Montageschrauben. Dann haben wir hier noch so einen Adapter. Damit kann man die Polarisation hier umdrehen. Und wir haben ein bisschen Informationsmaterial. Am Gerät ist hier beschrieben Input und Output. Das heißt, auf der Input-Seite schließt ihr eure Solarpanel an und auf der Output-Seite eure Batterie. Wir haben eine App bei dem Gerät und um das Ganze in Betrieb nehmen zu können, müssen wir erstmal die Output-Seite, also die Batterie, anschließen. Wir haben hier einen Knopf und dann können wir noch weitere Einstellungen über die App vornehmen. Der Kabelquerschnitt, das sind so 2 bis 2,5 Quadrat, würde ich sagen. Für 20 Ampere ist das aber auch das Mindeste, was sein darf. Und dann haben wir hier diese Stecker, die muss man selbst konfektionieren. Auf der Input-Seite wird das ein MC4-Stecker sein für die Solarpanel. Und auf der Output-Seite, da muss ich das Ganze mit meiner Solaranlage verbinden. Ich habe auch noch einen Einspeisewechselrichter für 12-Volt-Systeme. Leider habe ich keine passende Batterie, sonst hätte ich dann noch ein schönes System aufbauen können. Die Stecker hier, die sind etwas ungewöhnlich. Der Adapter hier, den kann man verwenden, um die Polarität umzudrehen. Und jetzt seht ihr hier, jetzt haben wir Rot mit Schwarz verbunden und Schwarz mit Rot. Auf dem Zettel hier sehen wir den QR-Code, wo wir die App runterladen können. Das mache ich nachher. Hier haben wir eine Anleitung, wie man das Ganze anschließt und wie man die Einstellungen vornimmt. Das Ganze ist in Englisch. Und es gibt eine Quick Start Guide, wo das Ganze nochmal zusammengefasst drauf ist. Empfohlen werden Solarpanel von 18 Volt für 12 Volt Batterien, wenn man die damit laden möchte, und 36 Volt Panel bzw. 218 in Serie für 24 Volt Batterien. Damit das Ganze loslegen kann, muss die Spannung an den PV-Modulen höher sein als die Batteriespannung. Ab dann kann das Ganze laden. Und ganz unten haben wir noch die Batterietypen erklärt. Auf der anderen Seite sehen wir, wie wir das Ganze anschließen. Ja, um das Ganze jetzt in Betrieb nehmen zu können, muss ich hier an den Kabeln gewisse Stecker dran anbauen und wenn ich das fertig habe, dann zeige ich euch das. Hier im Keller befindet sich meine selbstgebaute Off-Grid-Solaranlage und ich habe normalerweise 8 MPPT-Laderegler von der Firma Victron angeschlossen. Die sind alle an diesen beiden Boxen hier angeschlossen und dann geht das mit größeren Kabeln dahin, wo es verteilt wird. Und hier habe ich jetzt das eine Kabel mit angeschlossen, sodass wir den zusätzlichen Laderegler anschließen können. Ja, der eine hier oben, der betreibt normalerweise 2 405 Watt Solarpanel. Die habe ich jetzt mal abgeklemmt, deswegen leuchtet der nicht dauerhaft. Die anderen sind alle in Betrieb. Hier unten haben wir einen Monitor. Dort sehen wir, dass wir aktuell 26,2 Volt haben und dass jetzt aktuell 294 Watt reinkommen. Ich werde jetzt den Laderegler von Batteria Power dazu anschließen. Und das Ganze geht an. Jetzt wird erkannt, welche Spannung wir haben. Er misst auch eine Spannung von 26,2, manchmal 26,3 Volt. Am Anfang muss ich noch den Batterietyp ändern. Ich habe das natürlich jetzt schon mal gemacht gehabt. Ich zeige euch einmal, wie das geht. Grundsätzlich kann man hier erstmal ein paar Informationen abfragen. Die Temperatur, Fehlercodes und welche Art von Akkutyp wir haben. Wenn man länger drückt, dann blinkt hier unten der Akkutyp. Da könnte ich jetzt einen anderen Akkutyp einstellen, das möchte ich natürlich nicht. Und jetzt blinkt die Spannung. 24 Volt hat er schon richtig erkannt. Hier könnte ich jetzt auch auf 12 Volt umstellen.
Und jetzt sind wir wieder im Hauptmenü. Das sind die Sachen, die man jetzt hier einstellen kann. Und wenn das Ganze so angeschlossen ist, können wir uns jetzt mit dem Gerät per Bluetooth verbinden. Die App heißt Charge Power. Jetzt müssen wir noch die Bluetooth-Verbindung herstellen. Ich habe jetzt hier relativ viele zur Auswahl. Der richtige ist dieser Charge Pro. Und jetzt sehen wir hier auch in der App 26,3 Volt. Wir sehen einen Ladezustand, den sehen wir auch auf dem Gerät selber. Ja, laut dem Gerät ist das Ganze schon voll, das stimmt allerdings nicht. Ich denke, die LEDs sind eher sinnvoll geeignet für andere Batterietypen. Hier bei den Parametereinstellungen sehen wir die Boost-Ladespannung, die Tiefentladespannung und andere Werte und den Batterietyp. Und in der Historie können wir uns jetzt auch ein paar Graphen anschauen. Ich werde jetzt einmal das Solarpanel verbinden. Wie gesagt, normalerweise habe ich hier oben zwei 405 Watt Panel angeschlossen. Ich habe das Ganze jetzt geändert und hier ist jetzt nur eines von den Panels angeschlossen. Und das Ganze beginnt direkt zu regeln. Auf dem Gerät sehen wir, dass 1,4 Ampere reingehen und die 100% hat zu blinken begonnen. In der App sehen wir jetzt noch ein bisschen mehr. 39 Watt Leistung erzeugt der MPPT-Laderegler jetzt. Da oben auf dem Dach, da sehen wir rechts zwei Solarpanel und eines von den beiden Panels ist jetzt mit dem Laderegler verbunden. Ja, vom Wetter, wir haben es noch relativ früh am Morgen und die Sonne versteckt sich noch. Ich hoffe, dass die nachher noch ein bisschen mehr rauskommt. Hier unten sehen wir ein paar andere Panel, die ich benutze, um die Solarenergie einzufangen. Ich bin jetzt hier oben im Arbeitszimmer und eines der beiden 405 Watt Panel lädt hier die Powerstation mit ca. 35 Watt. Das andere geht nach unten in den Keller. Ja, ich habe jetzt von hier oben keine Möglichkeit, den Laderegler zu monitoren, weil ich natürlich jetzt keinen Bluetooth-Empfang habe, weil das zwei Etagen unter mir ist. Aber das Ganze ist ja in mein Victron Energy System eingehangen. Und hier seht ihr mal einen Bildschirmausschnitt. Ihr seht, dass aus diesem angedeuteten Wechselrichter oben, dass dort Leistung rauskommt und der Unterschied beträgt etwa 30 Watt. Normalerweise verliere ich an der Stelle immer ein bisschen Leistung. Meine Anlage hat ja auch so ca. 5 bis 10 Watt, die ihr braucht für den Betrieb. Ja, und anhand von der Differenz der Leistung vom PV-Ladegerät und der zum Aufladen der Batterie verwendeten Leistung, da können wir jetzt doch erkennen, wie viel der Laderegler unten produziert. Das PV-Ladegerät macht aktuell 410 Watt und wir laden mit 445, 447 Watt auf. Da ist eine Differenz von 35 bis 36 Watt und das ist genau das, was der Laderegler unten in das System einspeist. Ja, das Wetter ist ein bisschen besser geworden, aber so ganz ist die Sonne nicht da, aber trotzdem, die Leistung müsste jetzt deutlich höher sein. Ja, da hängt da der Laderegler, der blinkt hier fröhlich vor sich hin und er zeigt mir an, 5,1, 5,2 Ampere gehen ins System rein. Der Strom auf dem Gerät ist jetzt 4,8 Ampere, das sehen wir jetzt auch in der App. Und die Leistung aktuell 130 Watt. Wir haben ja dort oben ein 405 Watt Panel angeschlossen und aktuell ist dort oben so ein bisschen bedeckt. Dann können wir hier noch in die Historie hineinschauen. 119 Wattstunden haben wir schon geladen, also quasi 0,1 Kilowattstunde. Aber wir haben es auch erst 10.37 Uhr am Morgen. Wir haben es jetzt 1:30 und die beiden Solarpanel sind voll in der Sonne. Die Sonne ist schön draußen. Der Laderegler zeigt mir an, dass 6,4 Ampere reingehen und wir haben 27,4 Volt. Und hier sehen wir die Leistung. Gerade ist die Leistung vom System ein bisschen eingebrochen. Jetzt geht es aber gerade wieder hoch. In der Historie sehen wir, dass wir 561 Wattstunden schon gesammelt haben. Also eine halbe Kilowattstunde hat der Laderegler jetzt schon erzeugt. Der ist auch ein bisschen warm. Was mich allerdings wundert, die Leistung, die wird mir doch relativ niedrig angezeigt. Gut, jetzt ist generell die Leistung ein bisschen runtergegangen. Da muss gerade eine Wolke davor gewesen sein. Aktuell werden mir hier 7,4 Ampere angezeigt. Und jetzt sehen wir es auch in der App. 7,47 Ampere, 205 Watt. Oben an der Powerstation hatte ich gerade 350 Watt gesehen. Da sind wir hier jetzt natürlich bei deutlich weniger Leistung, 210 Watt. Hier in der App wird auch eine maximale Ladeleistung ausgegeben und das sind 249 Watt gewesen. Da bin ich nicht ganz so zufrieden mit. Da hätte ich mir schon erhofft, bei den Bedingungen, die wir gerade haben, dass wir da noch deutlich höher kommen. Wahrscheinlich ist dieses Solarpanel nicht so gut angepasst an die ganze Situation hier. Denn wir haben eine Spannung von nur 29,3 Volt. Wahrscheinlich würde das Ganze besser funktionieren, wenn die Spannung höher wäre. Ja, jetzt habe ich mal die Panels oben getauscht
Und wir sind bei 7,7 Ampere. Ich habe jetzt auch schon mal Werte von 8 bis 9 Ampere gesehen. Aber in der App sieht man, die maximale Ladeleistung war immer noch bei 248 Watt. Also mehr haben wir noch nicht geschafft. Ich zeige es euch mal oben bei der Powerstation, warum ich nicht zufrieden bin. Ja, jetzt haben wir hier 378 Watt, 380 Watt sogar. Sogar über 400 Watt. Das ist ein 405 Watt Panel. Das sind 400 Watt natürlich super. Sogar 412 zeigt das Ding jetzt an. Wow. Ja, tatsächlich kann man auch mal mehr reinkriegen. Und das passiert leider unten nicht, ne? Ja, ich habe einen Erklärungsversuch. Wir haben eine Eingangsspannung von 29,9 Volt und eine Systemspannung von 27,6 Volt. Und in der Anleitung für diesen Laderegler steht, dass man eine Differenz von 3 Volt benötigt, damit der vernünftig arbeiten kann. Und die ist hier unterschritten. Wir haben jetzt hier nur 2,4 Volt Spannungsdifferenz. Das heißt, es kann sein, dass unser Solarpanel dort oben, das 405 Watt Panel, dass das einfach eine zu niedrige Spannung bringt unter Belastung. Ja, ist natürlich jetzt in dem Fall ein bisschen schade, dass wir dadurch nicht die Leistung hier so rauskriegen. Ich habe jetzt beide Panel in Serie angeschlossen und wie ihr sehen könnt, bei der Powerstation kommen 770 Watt an. Damit ist doch, denke ich, ganz eindeutig gezeigt, dass die beiden Panels in Ordnung sind. Ich habe jetzt einmal hier vom Fenster ein anderes Paar Solarpanel angeschlossen. Und das hat sich sehr gut gemacht. Wir haben jetzt hier einen Strom von 11,9, 12,4, 12,5. Ihr seht es in der App, was das an Leistung ausmacht. Die maximale Ladeleistung war jetzt 375 Watt. Das ist wirklich hervorragend. Ja, da ist gerade eine Wolke davor, deswegen haben wir aktuell ein bisschen unkonsistente Leistung. Ich habe jetzt hier diese Panel angeschlossen. Das sind 6 100 Watt Panel. Davon sind immer 2 in Serie, um auf 36 Volt zu kommen und dann dreimal das Ganze parallel. Mit diesem Array habe ich wirklich immer sehr gute Leistungen erzielen können. Ja, und wir sehen jetzt hier, die Spannung am Solarpanel Array ist 31 Volt und die Spannung des Systems sind 26,2 Volt. Ich entlade ja noch fleißig mit dem Wechselrichter hier mein System, denn das war ja schon bei über 90% gewesen. Ja, 375 Watt, das ist ein sehr guter Wert. Ich lasse das Ganze jetzt noch ein bisschen laufen. Jedenfalls die Spannungsdifferenz zwischen dem MPPT und der Spannung an der Batterie ist jetzt deutlich über 3 Volt und damit kann das Ganze auch viel besser arbeiten. Heute ist der zweite Tag und ich habe wieder die 6 Panel hier angeschlossen. Heute war schlechtes Wetter angesagt und Regen und es ist auch ein bisschen nass, aber die Sonne ist im Moment da. Ich hoffe, das hält sich. Die Panel kriegen um diese Uhrzeit noch nicht so viel Sonne ab. Ja, ich habe gestern gesehen, dass man das nicht gut erkennt, wenn das Display beleuchtet ist. Deswegen mache ich das heute nicht. Wir sehen hier oben die Spannung des Systems, 26,7 Volt. Victron zeigt an 30% Ladezustand. Und wir haben 2,6 Ampere, die jetzt aktuell hier reingehen. Und ich habe auch wieder mein Handy angeschlossen mit der App. Und da sehen wir, dass das 70 Watt ergibt. Die maximale Leistung heute waren 77 Watt. Und wenn wir in die Historie schauen, dann sehen wir hier äußerst merkwürdige Sachen. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass wenn ich den Laderegler einmal hier von der Batterie trenne und von den Solarpanels, dass der ausgeht, dass er dann daraus quasi einen neuen Tag macht. Gesamte Ladungsmenge sind hier 1029 Wattstunden. Also immerhin hat er schon mal eine Kilowattstunde produziert. Ja, ich gehe davon aus, dass er heute mit den 6 Solarpanels deutlich besser performen wird. Leider ist das Wetter heute nicht ganz so gut, aber ich hoffe dennoch, dass das ganz gut funktionieren wird. Gegen 11.30 Uhr befindet sich die Sonne so an dieser Stelle. Das heißt, seitlich werden einige der Panels beschienen. Abgesehen von den beiden rechten, die sind noch teilweise verschattet. Wir haben aber keine direkte Sonneneinstrahlung. Hier unten wird mir aktuell ein Strom von 3,5 Ampere angezeigt. Vor kurzem waren es 8 Ampere, das hatte ich gesehen, bevor ich rausgegangen bin. Ja, jetzt ist die Sonne gerade irgendwie verdeckt worden. Und in der App können wir jetzt die Leistung ansehen. Aktuell 96 Watt, eben waren es 230 Watt. Ich habe es leider nicht aufzeichnen können. Wir sehen aber die maximale Ladeleistung. 295 Watt, das ist schon ein sehr guter Wert, wenn man bedenkt, dass wir aktuell keine direkte Sonneneinstrahlung von vorne haben.
Ja, wir werden das noch weiterlaufen lassen. Ich hoffe, das Wetter hält sich. Wir haben es jetzt kurz nach 13 Uhr. Es ist sehr sonnig. Und bis auf die kleine Ecke hier hinten ist jetzt alles in der Sonne. Die kleine Ecke ist durchaus relevant. 12,2 Ampere, 350 Watt ist die Leistung jetzt. Die 12,2 Ampere, jetzt sind sogar 15 Ampere gewesen. Jedenfalls die maximale Leistung waren jetzt 427 Watt. Ja, 427 ist auf jeden Fall der höchste Wert, den ich bisher gesehen habe hier. Und das Ganze ist wieder oben und wieder unten. 11, 12, 13, 14,7, 15,6, 15,7, sogar 16 Ampere. 16,2. Das ist schon ordentlich. 443 Watt zeigt das Handy jetzt an. Ja, das ist auch ein neuer Rekord. Und 20 Ampere ist ja das Maximum, was der Laderegler leisten kann. Ja, wenn die beiden zusätzlichen Panels jetzt noch komplett in die Sonne kommen, dann werden wir vielleicht sogar die 20 Ampere erreichen. Ja, es ist soweit. Die Panels sind jetzt komplett in der Sonne. Auch die kleine Ecke hier hinten ist jetzt nicht mehr verschattet. Das ist sehr gut. Dann gucken wir mal unten, was dabei rauskommt. Ja, das Ganze ist leider sehr unstetig. Wir haben jetzt hier gerade 12,5 Ampere angezeigt. Und ihr seht es auch im Handybildschirm, wie das Ganze schwankt. Jetzt sind wir bei 7 Ampere. So dass ich jetzt hier keine schöne Leistung sehe. Aber bei der maximalen Leistung, da sehe ich hier, dass wir schon 538 Watt hatten. Und da das absolute Maximum ja 600 Watt sind, durch die 6 100 Watt Panel, finde ich das schon ziemlich gut. Also dass da so ein Abstand von 100 Watt ist, das ist durchaus normal. Ja, hier ist es wieder ein bisschen laut geworden. Ich muss dringend den Akku entladen, denn wir sind bei 92% und damit ich den Test weiter laufen lassen kann, brauche ich den Akku leer. Eben habe ich gesehen, dass wir 18 Ampere ins System reinholen. Ja, das ist natürlich ein hoher Wert. Jetzt geht es wieder hoch auf 16, 17, 18,1 Ampere. 20 Ampere ist so das Maximum, was der Laderegler kann. 18,6 jetzt sogar, 7. Ja, ich habe gerade das Handy nicht hier, aber ich hole das gleich mal runter. Es ist nach wie vor sehr unstetig. Es geht dann locker auch mal schnell runter auf 3 Ampere. Ja, Strombegrenzung, PV, Eingangsüberlastung, Controllerüberhitzung. Also Controllerüberhitzung würde ich auch sagen. Das Display ist auch ziemlich dunkel geworden. Aber wenn man hier drauf drückt, dann sieht man es noch. 18,1 Ampere, 479 Watt. Maximum war 538 Watt. Also der aktuelle Zustand ist schon sehr belastend für den Controller. Die Kabel sind jetzt auch warm geworden. Ich habe ja zu Beginn des Videos gesagt, dass ich 2,5 Quadrat schon für grenzwertig finde. Auf beiden Seiten sind die Kabel jetzt auch ziemlich heiß geworden. 18 Ampere ist schon wirklich eine Nummer. Ja, 498 Watt sehen wir jetzt hier in der App. Jetzt werde ich mal Folgendes tun. Ich werde jetzt meinen Victron Energy Controller ranhängen. Mal sehen, was der davon hält. Und der hat auch sofort begonnen. Nummer 6 ist das. Und wir kriegen jetzt 90 Watt. Das Ganze geht hoch. Aber wie ihr seht, gerade ist die Leistung generell runtergegangen. Das ganze System bringt jetzt nur noch 600 Watt. Das müsste eigentlich so bei 2,5 bis 3000 sein. Tja, wieder Pech gehabt hier. Der hier braucht auf jeden Fall mal eine Abkühlung und das tut ihm, glaube ich, ganz gut, dass ich den jetzt mal hier ein bisschen abklemme. Gerade geht die Leistung wieder hoch und wir gucken auf Nummer 6, 380 Watt, 390 und 510 Watt. Okay, 538 Watt. Ja, dann ist das ja ungefähr vergleichbar mit ihm hier, ne? Mit dem Batteria-Power, was so reinkommt. Also mehr als 530 hatte ich jetzt hier noch nicht gesehen beim Victron. Jetzt geht es nochmal hoch und jetzt geht es wieder runter. 533. Ja, aber auch so ein Victron kann das ganz gut. Wie sieht es den anderen eigentlich? Die sind so handwarm. Der ist wärmer. Und der auch. Na, je nachdem, wie viel Strom da gerade durchgeht, ne,
Die können ja bis zu 30 Ampere hier und die können 20 Ampere. Dann gucken wir nochmal, was Batteria Power davon hält. Die Leistung ist wieder runtergegangen und so kriegen wir bei dem Controller jetzt auch nur 2,6 Ampere zu sehen. Wir haben eine Temperatur von über 60 Grad, ja, das merkt man. Das ist schon sehr heiß. Ich weiß nicht genau, wo der ausschaltet. Dann gibt es ja hier die Graphen. Das Problem ist, jedes Mal, wenn ich die Kabel trenne, dann denkt er, wir haben einen neuen Tag und so ist das nicht aufsummiert. Wir haben aber die gesamte Leistung von 2182 Wattstunden. Das bedeutet, dass wir heute so eine Kilowattstunde eingesammelt haben mit dem Gerät, obwohl das Ganze sehr unstetig ist da draußen. Und ich habe noch was rausgefunden. Hier steht gesperrt. Ich kann hier das entsperren und jetzt kann ich hier auch die Daten ändern, wenn ich das möchte. Hier kann ich zum Beispiel auch die Spannung ändern. Ich habe gedacht, über die App kann man gar nichts einstellen, aber wie ihr sehen könnt, gibt es hier doch einige Sachen. Ich muss gleich wieder hochgehen und da der 60 Grad warm ist, lasse ich den jetzt nicht so hängen. Ich gehe rüber zum Victron Energy Laderegler. Ja, dann kommen wir einmal zu einem Fazit. In den vergangenen 2 Tagen konnte ich den Batteria Power 20 Ampere MPPT Laderegler ausgiebig testen. Und ja, mir sind ein paar Sachen aufgefallen und über die möchte ich euch jetzt gerne berichten. Ja, zunächst mal ist das ein schönes Gerät. Der Laderegler hat den Strom sehr gut nachgeführt. Wir hatten ja in den 2 Tagen relativ unstetiges Wetter. Das heißt, die Sonne ist mal dazugekommen und wieder weggegangen. Und da hatte der Laderegler einiges zu tun. Und diese Regelung hat er sehr schnell gemacht. Zuerst hatte ich probiert, das 405 Watt Solarpanel von Maxon SunPower damit zu betreiben. Und das hat leider nicht so gut funktioniert. Die maximale Leistung, die ich da rausholen konnte, waren 250 Watt. Ich hatte parallel das zweite Panel, das die gleiche Ausrichtung hat und auch zur gleichen Zeit eine Verschattung erfährt, an eine Powerstation angeschlossen und da habe ich viel bessere Ergebnisse erzielen können, bis zu 430 Watt. Ja, das fand ich ein bisschen schade, dass er mit diesem Solarpanel nicht gut zurechtgekommen ist. Ja, danach habe ich das Solarpanel gewechselt, beziehungsweise ich habe dann 6 RDM100P Solarpanel angeschlossen. Dabei waren immer 2 Solarpanel in Serie geschaltet, damit wir auf die 36 Volt kommen und dann das Ganze 3-mal parallel. Die Sonne ist dann so nach und nach rumgekommen und selbst kleinere Verschattungen auf diesen Solarpanels sorgen dafür, dass ein Teil quasi komplett ausfällt. Und da ich jetzt 2 Panels in Serie habe, waren dann quasi 2 Panels weg, wenn auf diesen Panels irgendwo Schatten drauf war. Mit diesen Panels ist er viel besser zurechtgekommen und am zweiten Tag habe ich sogar geschafft, richtig gute Werte zu erzielen. Die maximale Leistung, die ich geschafft habe, damit zu erzielen, waren 550 Watt. Und da die 6 Solarpanel zusammen 600 WP haben, ist das ein sehr respektabler Wert. Bei dem Laderegler handelt es sich um ein 20 Ampere Modell. Das ist quasi der maximale Strom, der meinem System, also der Batterie, zum Laden hinzugefügt werden konnte. Und ich habe dort einen Strom von bis zu 18,7 Ampere gesehen. Das ist schon sehr respektabel. Da wäre ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit gewesen. Ja, das Problem ist, dass das Ganze dabei sehr warm geworden ist. Nach ca. 60 Minuten unter dieser Belastung hatte das Gerät eine Temperatur von 60 Grad erreicht. Und das ist eine Temperatur, wo dann auch in der App schon einige Fehlermeldungen aufgetreten sind. Da kam dann sowas wie Strom beim Eingang zu hoch und ähnliches. Und sowas ist dann natürlich ungünstig. Ich habe ja dort in meiner Anlage sehr viele Victron Energy Laderegler und die haben auf der Rückseite Kühlrippen aus Metall. Da sind auch einige dabei, die für 20 Ampere ausgelegt sind. Und durch diese Kühlrippen können die Hitze besser abgeben als dieser Laderegler hier, der das nicht hat. Ja, beim Anschluss dieser 6100 Watt Solarpanel habe ich die maximalen Möglichkeiten des Ladereglers voll ausgenutzt, aber auch nicht überschritten. Ich weiß nicht genau, wie sich der Laderegler dann verhält, wenn er zu heiß wird. Ich hoffe, dass er abschaltet, aber da ich nicht die ganze Zeit daneben sitzen konnte und mir das ansehen konnte, habe ich mich dann entschieden, den Ganzen ein Ende zu setzen und den Laderegler quasi rauszunehmen. Ja, ich muss natürlich auch ein bisschen an mein Haus hier denken,
dass da nichts passiert. Ich werde diesen Laderegler definitiv noch weiter verwenden. Sollte ich mal irgendwelche Solarpanels zum Testen angeboten bekommen, dann bietet sich das durchaus an, dass man den verwendet. Und durch die Verwendung dieses Ladereglers habe ich quasi einen neunten zusätzlichen Laderegler zur Verfügung, den man dort nutzen kann. Ich habe jetzt allerdings durch meine Tests gelernt, dass man das Gerät nicht voll ausnutzen sollte. Das heißt, bis 400 Watt, denke ich, ist das Ganze so, dass es nicht zu heiß wird. Aber darüber hinaus würde ich nicht gehen. Ja, in dem Beispiel von den 6 100 Watt RDM Panels, da würde ich quasi 2 weglassen, dann passt das Ganze. Es ist ja durch die Verschattung auf den rechten Panels auch eine ganze Weile mit 400 Watt maximal gelaufen und da gab es keine Probleme. Also das ist in einem Rahmen, wo ich sagen würde, da kann man den Laderegler durchaus betreiben. Ja, zu Beginn des Videos habe ich schon befürchtet, dass der Kabelquerschnitt hier nicht ausreichend ist, beziehungsweise dass das so dann doch warm werden wird und das war auch so. Als ich das Ganze über längere Zeit unter Volllast betrieben habe, da war nicht nur der Laderegler sehr warm, sondern auch die Kabel. Ja, da würde ich mir wünschen, dass man hier von 2,5 Quadrat auf 4 Quadratmillimeter hochgeht. Dann sollte das eigentlich nicht passieren. Das ist auch der Kabelquerschnitt, den ich unten bei meinen anderen Ladereglern verwende. Und mit den Victron-Komponenten hatte ich derartige Probleme noch nicht gehabt. Die werden auch warm, aber das hält sich alles im Rahmen. Und das ist auch mehrere Wochen oder Monate bereits ohne Probleme dort unten gelaufen. Ja, ich bedanke mich bei der Firma Batteria Power, dass ich dieses Gerät ausprobieren durfte. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum Produkt und gegebenenfalls einen Gutscheincode. Dann hoffe ich, dass euch das Ganze gefallen hat. Ich würde mich wie immer über ein Like und ein Abo freuen und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao!